Nice. Also, wow. Wow, this game is pretty good. 10 out of 10. Game of the Year. Was ist das denn? Sind wir jetzt in einem fucking Freddy Fazbear Diner? Oh, was ist jetzt los? Oh, was ist denn jetzt los? Ist das Spiel plötzlich gut geworden? Nee, das glaube ich nicht. Pony Island. Tach, Freund! Mein Name ist Lovey und das hier heißt Pony Island. Du spielst als ein wunderschönes Pony. Frohlockend und über Tore springend. Aber genug geredet. Probier es aus. Wow! Hier kommen ein paar Tore. Klicke mit der linken Maustaste. Klick! Um zu springen. Das kam ein bisschen spät, kleiner Freund. Hätte ich es vorher nicht gewusst, ne? Arschloch. Wow! GG, well played, my friends. Halte die rechte Maustaste gedrückt, um einen Schallluft zu pusten. Oh, das ist sehr cute. Das wirst du brauchen, um Schmetterlinge wegzublasen. Yay! Damit sie dich nicht kitzeln können. Das ist ja Wahnsinn. Klingen lassen. Oh. Ist okay. Kein Problem. And make believe with you and live in harmony, harmony, oh love. So. Mann, passiert was Böses. Ja, irgendwas Böses muss doch passieren. Irgendwas, womit jetzt keiner rechnen würde, wo jetzt jedem die Augen rausspringen und sagen, wow, Game of the Year forever. Was ist das? Oh oh. Oh. Du hast gewonnen! Sieht so aus, als sei es Zeit für eine Puzzlepause. Was ein Puzzle. Oh mein fucking Gott, das Ziel ist es, den Schmetterling in sein Haus zu bringen. Ich frage mich, ob ich das schon mal irgendwie in irgendeiner Art und Weise gesehen habe. Oh mein Gott, das ist echt nochmal. Ich komme gleich aus dem Film an zu singen. Well, here we are again. It's always such a pleasure. Remember when you tried to kill me twice? GG. Was ist das? Was jetzt? Oh, warte mal. Wer du Spasti? Schmetterling. So, fuck you. Yay! Mehr Puzzlepausen. Diese lilanen Schilder sind knifflig. Halt's Maul. So, bam. Oh, warte mal, es funktioniert nicht. So muss das. Yay! Yay! Plot-Twist, gleich kommt raus, dass es Half-Life 3 ist. Ach, wenn's doch nur so wäre. Was ist das denn? Was ist da drüben? Ah. Ach ja, stimmt. Du wirst das hier benötigen. What? Was? Was ist das? Was macht das? Aha, ich verstehe. Warte mal, so.
Ha! Puhu. Es ist egal, welcher Schmetterling zum Ziel kommt. Kriege einfach einen nach Hause. So. Okay. Was? Ist gar nichts da. Hä? 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 What? Oh, warte. Ich verstehe, wie es geht. Okay, warte. Ich bin behindert. So. Ha. Also. Boah. Okay, warte mal. Mal so an. Aha. Okay. So. Ja, ich bin jetzt wirklich noch voll dabei, dieses Spiel hier gerade irgendwie zu machen. Weiß auch nicht. Also, puh. Wow, ich habe gar nichts, ich habe mir gerade nicht zugehört, du kleines dummes Spasti-Ding. Oh mein Gott, es geht tatsächlich weiter. Oh nein. Es ist wohl das Beste, wenn du die nicht anfasst. Dann muss ich sie doch töten, nicht wahr? Okay, ich muss sie anfassen. Ja, siehst du, alles wird gut. Ah, die darf ich jetzt wieder killen. Oh, du Spasti. Ah, meine Mama hat mir geschrieben, was da los. Oh Gott, verdammte Scheiße. Und guck mal, die Lebenshelfer. DLH hat folgenden Kommentar abgegeben. Glückwunsch weiter so, Bro. Abonniert unser Team. Ah ja, jetzt verstehe ich, was ich machen muss. Also, wenn er schon wieder, wenn du unter deinen Videos solche, solche Kommentare kriegst, so, wow, geiles Video. Leute, abonniert unseren Kanal. Also, fahr zur Hölle. Fahr zur Hölle. Nicht mit mir. Nein, nein, nein. So haben wir nicht gewettet, du kleiner Pisser. Ich hoffe, du hörst das, die Lebenshelfer, DHL, keine Ahnung, fucking Post. Ich hab ein bisschen Angst, wenn solche grauen Spasti-Viecher kommen. Weiß auch nicht. Fuck you, Schmetterling. Fuck you, Goethe 2. Wahnsinnsfilm, Film des Jahres. Von den Machern von Pony Island, fuck you, Goethe. Es wird noch besser. Asgard 2016. 2K16. Es wird noch besser. Es wird noch richtig gut später. So am Tag 15 oder 16. Und dann nochmal ab Tag 20. Ja, ich spiele nochmal richtig gut. Keine Sorge. Wir sind bald soweit. Das ist genauso wie Hatoful Boyfriend. Hatoful Boyfriend wird auch irgendwann gut. Was ist das denn? Premium-Modus. Lege deine Stirn gegen den Bildschirm, um deine Seele freizusetzen. Oder fortfahren in dreckigen Bauernmodus. Okay, das ist gut. Oh, Jesus. Hallo, ich hab doch Jesus gar nicht berührt. Fuck you, Jesus. Du hast Jesus getötet? Warte mal, stand das jetzt wirklich da? Aber das muss ich nochmal machen. Du hast Jesus getötet. Okay, fantastisch. Wie soll Jesus nicht töten? Bin ich ein bisschen scheiße, um ehrlich zu sein. Dass ich Jesus nicht töten soll.
Jesus nicht töten? Kann man sich das vorstellen? Oh Gott. Oh fucking shit! Und Jesus soll ich auch nicht töten. Wenigstens kann ich ein bisschen mal mitgehen. Okay, jetzt wird das Spiel langsam herausfordern. Also jetzt ist das Spiel schon eine glatte... Ist schon so eine halbe Dark Souls geworden. So vom Schwierigkeitsgrad. Vielleicht sogar ein bisschen höher. Oh mein Gott, okay, ich muss es anders machen. Ich stelle mich gerade ziemlich schlecht an, zugegebenermaßen. Darf Jesus nicht töten? Gott. Was sind wir denn? Die Juden haben das auch gemacht. Weißt du? Was? 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 Was war das denn jetzt gerade für eine Scheiße? Pussy. Fucking shit game. Gott. Das ist ein bullshittiger Bullmist. Fahr zur Hölle, du dummes Dreckspiel. Darfst Jesus nicht töten, weißt du? Dabei. Die Juden haben es auch getan. Oh mein fucking Gott! Warum funktioniert das manchmal nicht? Haha, guck mal, jetzt hab ich. Guck mal, die sind alle böse diesmal. Da kann ich jetzt einfach erwarten. Gott, lass es das bitte gewesen sein. Gott, Scheiße! Oh mein Gott! Komm her, scheiß Jesus-Stern gegen scheiß Judenstern. Fick mir ins Gesicht, fuck you mit deiner dreckigen Jesus-Scheiße. Ich schwöre, wenn dieses Spiel noch religiös wird in irgendeiner Art und Weise, dann kann es mir am Arsch lecken. Oh mein Gott, ich darf fucking Jesus nicht töten! Ich frage mich, was meine Nachbarn gerade denken. Gott, ich darf Jesus nicht töten. Ich will nicht sein wie die Juden. Oh Gott. Jede Giggle am Arsch. Oh mein Fuck. Warte mal. Ich bin gerade im Rage-Modus. Ich muss mich gerade mal ein bisschen beruhigen. Was ist für eine Scheiße. Weißt du, das ist ein Speedrun-Killer. Jesus ist ein verfickter Speedrun-Killer. Wir sind schon unzählige Speedrunner dran gescheitert. Die Leute, die dieses Spiel freiwillig spielen und das dann noch. Schnell wie möglich. So. Okay, ich muss jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, I did it, Reddit. Did I really did it, Reddit? Nein! Gott! Ich hab's kommen sehen! Ich darf den nicht töten. Ich darf Jesus nicht töten. Dann steht da, du hast Jesus getötet und dann geht's wieder vom Start los. Du hast Jesus getötet, weißt du, es steht dann da. So richtig was zum Fick. Was ist das denn für ein Scheißspiel, den man Jesus nicht töten darf? Weißt du? Und dann ist da so ein scheiß Ding im Weg! Was darf ich jetzt echt nicht hier. Darf ich Jesus töten? Warte da. Pass auf, ich kill Jesus. Zeig euch, was passiert, wenn man Jesus killt. Da, du hast Jesus getötet. Oh, warte mal, es geht weiter. Warte mal, kannst Jesus töten? Was ist das denn? Guck mal, du kannst ohne Probleme Jesus töten, es geht weiter. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich hasse dieses Spiel so sehr! Oh mein Gott! Oh, scheiß Gott! Wie lange habe ich jetzt an dieser Stelle gesessen? Gott, was ist für ein Scheißhaufen! Fick dieses Spiel! Was ist jetzt passiert? Was ist jetzt passiert? Was ist jetzt passiert? Oh, not like this. Ich komm trotzdem nicht durch das Level. Das ist das Schöne dran.
Kann ihn töten. Danke, Asgard. Danke, Asgard. Du bist so nützlich. Gott, was bin ich froh, dich zu haben. Du Stück Scheiße. Fahr zur Hölle. Zusammen mit diesem Spiel. Pause. Ui. Wahnsinn. Ui. Ui. Mann, bin ich motiviert für diese Pause am Arsch. Also was? Es hat halt echt funktioniert. Das war so scheiße. Guck mal, da ist ein Glitch am Rand. Lass mal, man kann ja mit dem Glitch anfassen. Ah, Puzzlepause, yay. Yay, Puzzlepause. Nein. Not like this. Funktioniert es so? Weiß es nicht. Ich mache immer wegen so eine Scheiße. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Hat nicht funktioniert. Na, wer hat's gesagt? Hat nicht funktioniert, okay. So, jetzt was? Also, eine Sache ist ja schon mal offensichtlich. Nämlich, weiß es nicht, was offensichtlich ist, um ehrlich zu sein. Ne, warte, ich glaube, ich hab's. Ist gar nicht so schwer. Irgendwie sowas. Ja, irgendwie nicht sowas. Einfach so, keine Ahnung. Irgendwie sowas wird funktionieren. Hä? Willst du mich verarschen? Warte mal. Warum geht denn das nicht? Oh, ich hab's jetzt raus. Jetzt funktioniert es. Ah, nee. Oder so. Oh, jetzt habe ich's. Ja. So, dann müsste ich schmettern. Warte mal, der bewegt sich ja schon runter, glaube ich. So. Ah! Fick dieses Spiel, ist so behindert. So, pass auf. Fick dieses Spiel. Gesicht. So. Das ist das Erste. Jetzt. So. Ja, komm, piss dich. So. So. So, jetzt wird es funktionieren. Wenn es jetzt nicht funktioniert, weiß ich auch nicht mehr.
Warum keine Katze Ari heißt, weil zwei schon vorbenannt waren und das andere drei sind Kater. Jetzt sind alle nach irgendwelchen Drogen benannt. Okay, das funktioniert so nicht. Doch eigentlich funktionieren, dass ich jetzt. Ja. Hä? Warte mal, warum verschwindet denn der dann? Macht keinen Sinn. Das wird ja auch nichts. Kater! Oh mein Gott! Weiß, dass das Rätsellösung nicht schwer ist. Pass mal auf. Jetzt zeige ich euch mal, wie es richtig geht. So. So geht es nämlich. So geht es nämlich. Das war eine großartige Idee. Das war eine großartige Idee. Also offensichtlich muss es ja schon mal hier auf der linken Seite sein. Funktioniert schon mal. Absolut überhaupt nicht. Sehr gut. Oh mein Gott, jetzt habe ich meinen Kater auf mir. Jetzt kann ich mich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Kater, du machst mich fertig. Kader, du machst mich fertig. Kader, erzähl mir die Geheimnisse dieses Spiels. Warum ist dieses Spiel so schlecht? Warum gibt es so viel Leid in dieser Welt? Was ist der Sinn des Lebens? Verrat es mir, Kader. Also, pass mal auf. Jetzt mache ich das so. Erstmal so, dass wir zwei Dinger erschaffen. Meine Nummer, keine Ahnung. Dass ich da zwei erschaffen, die jetzt. Ja, warte mal, soll ich mal weitermachen? Ja, zwei. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Es bringt einen Scheißdreck. Es bringt einen absoluten Scheißdreck. Dieses dreckige, beschissene Scheißspiel. Ich habe keine Ahnung mehr. Bin ehrlich tot. Also was ich jetzt mache. So, fuck you. Das wird funktionieren. Was? Was? Bin getiltet. Bin so hart getiltet. Bin so hart getiltet jetzt.
Öffne deine Augen. Ja, guck mal, was ist da denn los? Ah, heil Caesar. Wann bin ich gestorben? Er hat mich getötet. Er hat mich getötet. War es Caesar? Abu al-Kindi. Was ist da denn los? Wieder irgendein Moslem. Hast du das Spiel? Hast du das Spiel? Komm mal, es geht! Das war trotzdem nicht das richtige Lösung. Es war noch nicht mal das Rätsel. Wie wir denn diesen scheiß Screen drehen. Don't forget, you're here forever. Also, was habe ich für Möglichkeiten? Ich könnte das hier machen, pass mal. Ich könnte jetzt so ein Shit machen die ganze Zeit. Pass auf, ich mache jetzt einfach mal überall. Weißt du? Irgendwie so muss es ja im Endeffekt funktionieren, ne? So. Mache ich überall solche scheißdreckigen Dinger hin. Nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich sonst machen soll. Ich kann überall scheiß Klone erschaffen, die können zur Hölle fahren. Meine Katzen, ja, warte mal, kann ich mal endlos Klone erschaffen? Nee. Ja, guck mal, wann das jetzt funktioniert! Nee, keine Ahnung. I want to get off Pony Island. The ride never ends. Keine Ahnung. Grauenvolles Spiel. Weiß nicht, ob ich ihm helfen soll. Weißt du, warum du es nicht weißt? Weil du es nicht kannst. Weil du niemandem helfen kannst. Weil deine Existenz genauso nutzlos ist wie meine. Piss dich, Alter. Ich hasse dich, Asker. Boah, das Spiel wird noch voll gut. Boah, Pony Island ist voll das übertriebene Super-Meme. Boah. Gott. Fucking Jesus, ich schwöre. Jesus schon eigentlich wieder da. Das ist so nervig. Piss dich, Jesus. Gott, keiner braucht dich. Piss dich, habe ich gesagt. Dankeschön. Hast Jesus getötet? Diesmal steht's nicht da. Das war nicht mehr der echte Jesus. Ein Fake. Ich bin am Ende des Levels angekommen. Scheinbar nicht. Okay, hör einfach auf. Ach, danke. Ach, du hast bereits die spaßigen Level gespielt. Ah! Oh, jetzt kommt nichts mehr, was lustiger wird als das hier. Ah, oh, ja. Was soll ich ihn umbringen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Yes! Die Illuminati. Oh mein Scheiß, ja! Was ist das denn? Oh! Guck mal, jetzt krieg ich. Oh! Setze korrupt auf 1. Korrupt plus. Korrupt größer als 666. Oh mein Gott.
Also zusammen ergeben die. Du bist pisst vom Game, spielst es aber immer noch. Das ist dieser. Weißt du, ich war auch übelst angepisst von Palmview Drive. Beware the minus sign. Ah, warte mal, pass auf, jetzt muss ich so machen. Aber was dann? Ah ja, okay, ich verstehe. So, und jetzt muss ich einen darüber. So, jetzt müsste es theoretisch funktionieren. Yo! Außerdem hast du mir versprochen, dass es besser wird. Arsch! Nigga. Boah. Afroamerikaner. 331. 331 Jahre. Hat deine Mutter Schwänze gelutscht. Dein Vater ist deine Mutter. Genau, wir haben die Folge so aufgegeben und viele schreien in die Hölle, aber sie alle stecken hier fest. Vielleicht bei einem Puzzle, vielleicht bei einem Level. Du hast bereits 2 von 3 Kerzen, und wenn du immer noch entschlossen bist, die letzte ist, dann werde ich dir helfen. Papierkorb. Yes! Papierkorb! Das ist der Papierkorb. Dort kannst du alte Pony Island finden. Versionen, welche er erstellt und wieder verworfen hat. Durchsuche die verworfenen Spiele. Finde einen Ort, an dem ich ein Portal zur letzten Kerndatei öffnen kann. Oh ja, jetzt kommen wir aber der Sache auf den Grund. Guck mal, Asgard freut sich hier mega über dieses Spiel. Ah, Pony Island 3DX. Pony Island 3DX. Warum will ich das jetzt schon nicht spielen? Pony Island textbasierend. Pony Island Meta. Was ist das? Okay, fangen wir mal hier an. Textbasierendes Pony Island Game. Auf geht's. Ficke deine Mutter. Okay. Ein großer Stern schmückt den staubigen Bildschirm. System Tech Incorporation steht dort geschrieben. Fortfahren. Ja. Ein ansprechendes Menü erscheint. 2 schöne Ponys begleitet von einem Text Pony Island. Die Menüoptionen sehen vielversprechend aus. Starte Spiel lautet eine Option, lautet eine andere. Credits lautet der letzte Option. Eine große Reihe an Optionen wie, werden dir angezeigt. Anti eine fröhliche Fassade. Verbesserte Anti. Kostenloses Ticket. Kostenlose Ticket. Ha, es funktioniert. Zurück. Credits. Fühlst du eher voll? Credits lautet der letzte. Ein Name hat sich klar. Du kennst einen neu entdeckten Wettschutz. Ja, die Menüpartie. Ja, okay. Starte. Starte das Spiel, du Hurensohn. Okay. Na. Starte Spiel. Fehler! Was ist da los? Was ist da los? Warum? Starte Spiel. Force Start Game. Start Game. Fuck you. Das geht nicht. Delete Game Format C. Surrender. Surrender. 20. Dann gehen wir nochmal auf Option. Vielleicht habe ich irgendwas nicht. Vielleicht habe ich irgendwas vergessen. Fröhliche Fassade.
Ich brauche einfach mal alles durch. Was sind denn kostenlose Ticket? Boni für 6. Repariere Startmenü. Was ist da denn los? Warte mal, ich probiere mal. Ich probiere auch mal die anderen durch. Anti-Aliasing. Es piept aber quasi die fröhliche Fassade. Genau. Verbesserter. Random Number Generator. 1-0-1-0. Okay, warte, war repariere Stadtmenü. Du klickst auf die Option, es piept, aber was hat es viel gemacht? Penisse. Zurück. Start. You have to delete the system 32 virus. Ja, das wäre auch zu schön gewesen. Startgame. Oh, ein Ladebildschirm erscheint. Glücklicherweise ist es ein gut programmierter Ladebildschirm. Oh, Gott sei Dank, es lädt sehr schnell. Sehr schnell. Das Spiel ist geladen und du bist ein Pony. Eine wunderschöne Sonne geht über perfekt grüne Hügel unter. Du fühlst den Wind durch deine Mähne wehen, während du über das grasige Tal galoppierst. Sieh da, ein hölzernes Tor nähert sich. Wirst du springen, schießen oder nicht tun? Du springst majestätisch über das Tor. Aber ein weiteres Tor nähert sich. Springen. Du meisterst den Sprung und rennst weiter. Nun nähert sich ein Gegner. Schießen. Oh mein Gott. Ich würde ja gerne die anderen Optionen ausprobieren, aber ich bin zu müde. Laserströme aus deinem Mund feuern auf deinen Gegner und vernichten ihn. Ein weiteres Tor nähert sich. Es sieht so aus, als wäre es ein bisschen weit weg, bis du springst. Lässt das Tor näher kommen. Es sieht so aus, als ob du nicht springen kannst. Guck mal. Ich hab's raus. Ich fühle mich schlau, da ich gewartet habe. Ein großer Flaggenmast näher sehe und nichts tun. Jetzt könnte ich doch theoretisch alles tun. Spielt keine Rolle. Da habt ihr es. Dein Genick bricht, als es auf den Flaggenmast trifft. Es ist okay, du bist nicht länger das Pony. Eine Explosion aus Konfetti verkündet deinen Erfolg. Du bekommst 9 Millionen Erfahrungspunkte und erreichst Level 1000. Übergib nun deine Seele, um Grafik einzuschalten. Hier ein Portal öffnen kann. Ernsthaft? Geh zurück auf den Desktop. Es war alles für nichts. Wir versuchen ein anderes Spiel. Okay, Pony 3D. Wer will Pony 3D? Ihr wollt Pony 3D und ihr wisst es auch. Jetzt Pony 3DX. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Jetzt bin ich aber wirklich gespannt. Wenn jetzt Pony 3D nichts ist, dann könnt ihr mich alle mal kreuzweise. Credits. Where? Credit. Okay, auf geht's. Scheiß. Ernst. Das ist Pony 3D. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie viele Polygone hier für gestorben sind, aber es waren eindeutig zu wenig. Ich werde hier noch irgendwann sterben, kurz vorm Ende, und dann muss ich den ganzen Shit nochmal machen. Guck mal, das ist das Ende. Das ist doch nicht dein Ernst. Das hier funktioniert ebenfalls nicht. Die einzige Wahl ist es, weiterzumachen versuchen. Ach, wie wunderschön, du liebes Spiel. Pony Island Meta. So. Oh. Was passiert denn jetzt? Wir haben Farbe.
Mach mal das auf. Okay, das war interessant. Ich habe 6 von 24 Tickets. Das heißt, ich habe einige übersehen. Eigentümer Lucifer. Schön für dich, Lucifer. Du kannst mir mal ein Startspiel haben. Ich habe es erstellt. Ich, der Teufel. Ich mache Spiele. Die Leute reden Scheiße über mich, weil meine Katze. Nein, hör auf. Hey, Arschloch. Piss dich da. Auch oh, cool. Das Biest, Lucifer. Gar keine Seele. Ich brauche was zum Fick. Oh mein Gott, das ist behindert zu lesen. Das ist schlimmer als Comic Sans. Ja, Sans ist schlimm. Papyrus ist noch schlimmer. So, auf geht's. Oh mein Gott. Oh, das ist ja mal edgy. Oh, das ist ja mal edgy as fuck. Oh mein Gott. Ach du meine fucking. Ab welchem Punkt wird das Spiel nochmal gut? Oder so viel besser als vom Anfang? Also, ich muss nur sagen, das Spiel überzeugt mich schon darin, dass es mich jedes Mal mehr enttäuscht als. Als vorher. Ich bin verreckt, das ist nicht dein Ernst. Hat es damit mehr 3D-Modelle als Pineapple Drive? Ich weiß nicht, die beiden Gargoyles in der Luft zähle ich ja schon. Von daher ist es jetzt bei einem weniger, wenn ich das jetzt richtig gezählt habe. Glaube ich. Wobei, wenn man so sieht, ist das Gargoyle-Modell eigentlich wahrscheinlich ja zweimal das gleiche. Also ist es nur. Da sind wir jetzt bei Gleichstand. Jetzt Pony Island noch ein weiteres 3D-Model hat, dann haben wir Pineapple Drive überholt. So, soll ich ehrlich sein, Asket? Jetzt kommt's. Du hast das nur gesagt, um mich zu verarschen. Das wird funktionieren. Ah! Die Sicherheit ist hier schwach. Soll ich ehrlich sein, Asgard? Wenn es schon so anfängt, dann wird es einfach nur grauenvoll enden. Letzte Kerndatei. Versuche am Dämon vorbeizukommen. Und lösche sie. Viel Glück. Asmodeus. Deus heißt Gott und Asmo heißt Asgard ist ein Stück Scheiße, der den Tod verdient. Letztendlich hast du mich erreicht. Du wirst meine Key weitaus anspruchsvoller finden als die der anderen Dämonen. Bei Beelzebub X musstest du erst gar nicht denken. Ich werde ein Spiel mit dir spielen. Oh, wie wundervoll. Ich hasse dich jetzt schon. Eines, das ich noch nie verloren habe. Tic-Tac-Toe? Die Regeln sind simpel. Lass deine Augen auf mich gerichtet. Wenn ich dich beim Wegschauen erwische, verlierst du. Du hast verloren. Was? Zusätzlich, wenn du meine Fragen falsch beantwortest, du hast verloren. Sage meinen Namen. Ah. Oh. Ja. Nun. Etwas Ekelhaftes. Hier gibt es keine falschen Antworten. Sag etwas Widerliches. Wie ich es gesagt habe, keine falschen Antworten. Ich kann sagen, dass
sehe ich deine Auffassung von Ekel stark von meiner unterscheidet. Das nächste, was du für mich machen sollst, ist ein Ausdruck für mich einzugeben. Ausdruck Hölle. Guck mal, das Steam ist ja richtig gut. Das mit Steam und ist gut. Dass du von mir ja noch deine Aufmerksamkeit schenkst. Tippe diese Ausdruck für mich ein. Was? Welchen Ausdruck? Ich habe nie zugehört. Ausdruck. Du hast verloren. Ah. Oh mein Gott, nochmal von vorne. Ah, das ist schon clever mit der Steam-Geschichte da unten. Also, guck mal. Höllisch. Okay, das hab ich auch vor. Das ist schon clever. Guck mal. Jetzt muss ich das Spiel sogar lassen, Mensch. Da haben sie sich selbst übertroffen. Wahnsinn. Wahnsinn, das ist bis jetzt das Highlight gewesen. Nicht sehr nett. Was habe ich denn gesagt? Es ist okay. Ich erlaube es dir dieses eine Mal. Ja, da gibt's viel. Ja, das stimmt schon. Hier ist eine einfache Frage. Welches pferdeähnliche Tier erscheint am meisten in diesem Spiel? Welches Tier? Pony? Das ist ein Pony-Profil. Ist halt echt so. Das hier sieht freundlich aus. Schau, wie es springt. Schau auf sein Lächeln. Oh, so sorglos. Wie dieses Pony zu sein. Unbelastet von Intelligenz. Ich scherze. Hast du weggeschaut? Was war unter mir geschrieben? Was ist das denn für ein Spasti? Ich hab verloren. Guckst du mal. Piu piu! Okay. So, was steht unter ihm geschrieben? Oh, guck mal, da oben. Ich erinnere dich an. Oh Gott. Bei mir, ich habe schon zwei Kratzer da oben drin. Ich glaube, ich verliere. Oh mein Gott, dieses Spiel, was ist da los? Ich habe da oben zwei Kratzer drin, ich verliere. Was ist da los? So, erinnere dich an. Ah ja, verloren. Was? Das ist nicht da. Guck mal, jetzt habe ich drei Kratzer drin. Oh mein fucking Gott, jetzt müssen wir uns die Scheiße nochmal anschauen. Erinnere dich daran. Gott. Hass. Thank you.
What? 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 Erinnere dich daran? Einfach. Kann keine Lücken eingeben. Habe ich was von mir vertippt? Warum ist dieses Spiel so gut? Warum? Oh mein Gott, warum möchte ich davon einen zweiten Teil haben? Ich bin aufmerksam. Guck dir mal. Wahnsinn. Oh mein Gott, mein Gedächtnis. Merkt ihr diese Sequenz? 2, 0, 2, 3. Zeile gibt es im dritten Level. Diese Kerndatei. Meine Kiefer. Er hat lange schon ihre Bestimmung überschritten. Ach, nichts als jahrhundertelanges Nachdenken und Schweigen wird der Tod ein großes Abenteuer sein. Lebe wohl. Asche Kerndatei. Gott, sind Sie sicher, Sie können Datei löschen aus, wenn möchten? Warnungen, Kerndateien werden benötigt, um das Betriebssystem nutzen zu löschen, könnte die Maschine funktionsunfähig werden. Okay, dann nicht. Okay. Pew Pew! Neustart in den Recovery-Modus. We did it, Reddit. Oh mein Gott, ich hasse dich. Du hast dich gut geschlagen. Und nun ist es fast geschafft. Sobald du bereit bist, starte die Systemlöschung. Danach wird nichts übrig bleiben. Du wirst befreit sein. Deine Seele wird nicht sicher sein, während die Löschung durchgeführt wird. Du musst dich davon fernhalten. Ich habe ein vertrautes Gefäß vorbereitet für diesen Zweck. Ich selbst, wir werden uns erneut treffen, sobald alles gesagt wurde. Aber dies ist ein Spiel und du willst es bezwingen. Stimmt's? Also geh und fordere deinen Sieg. Ja, okay. Fuck you. Krieg noch irgendwo ein gratis Pony-Ticket? Nein. Fuck you. Ich wette. Oh, guck mal. Die sehen, welche gefangen waren. Eingeschlossen und gepeinigt, gequält und verspottet, durch Frustration verrückt gemacht.
Nun ist die Zeit gekommen, sich zu erheben. Euer Erlöser ist hier. Rennt mit der Geschwindigkeit von 1000 Ponys und seid frei. Plot Twist, der blaue Typ zu böse. Also, aber der Typ, der dieses Spiel erstellt hat, ist böse. Oder will, dass man dieses Spiel spielt. Ach du fucking shit, was ist das da oben? Fliegt ein Pony. Oh, Seelen verloren. Nein, noch keine. Oh, ich habe eine Seele verloren. Oh mein Gott, das ist aber dumm gelaufen. Naja, lösche Gegnerlogik. Geschwindigkeit von 1000 Ponys. Wahnsinn, noch ein Pony verloren. Mensch. Oh mein Gott. Du willst mir deine Seele nicht geben. Na gut, ich werde nicht länger danach fragen. Oh mein Gott. Es ist der Teufel. 5 Seelen vernichtet. Oh mein Gott, 6 Seelen. Oh nein. Ich habe 1000 Ponys zur Verfügung, wenn ich es richtig verstanden habe. Na, es ist ja halb so wild. Guck mal, da hinten werden sie Ponys gekillt. Nein! Töte nicht meine Ponys! Nein! Oh mein Gott! Ich werde ja am Ende verlegen, weil ich zu viele Ponys habe. Irgend so ein Shit kommt. Ich bin jetzt zu. Oh mein Gott. Zu. Gut gelaunt und mir einfach noch. Konzentriert, das Ganze zu Ende zu spielen, zu einem vernünftigen Ende zu bringen. Pew, 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 pew. Das Finale, alles schon ziemlich großartig. Oh, beinahe vergessen. Ein alter Freund wollte dir auf Wiedersehen sagen. So, sonst. Du hast mich getötet. Oh nein. Oh, bitte ernsthaft. Oh mein Scheiß. Fick. Oh. Guck mal, ich verliere eine Seele, wenn ich hier bleibe. Mensch. Mensch, ist mir das egal. Mensch, verreck du Scheißding. Der Asker hat es tatsächlich heute geschafft, dass er ungefähr bei mir auf dem Niveau von Black Cat ist. Nach der Aktion heute. Also weiß nicht. Er hat schon, wenn das Spiel jetzt nicht noch das übertriebene Überfinale hat, dass das komplette Spiel einfach rettet. Alter Gottes, hast du das wahrlich verdient. Es gibt Leute, die haben es tatsächlich geschafft, keinen Pony hier zu verlieren. Wie gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, habe ich 1000 Ponys zur Verfügung. Also habe ich noch ein bisschen. Also habe ich noch ein paar Seelen zur Verfügung. Nein. Du böser Teufel, was tust du mit meinen Ponys? Mein geliebten Ponys.
in der Macht von 1000 Bonis. Wenn sie 20% cooler wären, hätte ich 1200 Bonis. So viel ist das Spiel. Oh, was ist da denn los? Oh, wow, wow. Oh, da kamen plötzlich Ponys aus dem Boden und haben mir die Beine abgerissen. Was ist das denn? Wow, das ist schon ziemlich brutal. Wow. Das haben sie nicht gemacht. Hast du nicht gesehen? Dinge gibt's, die gibt's gar nicht. Bei Toyota ist nichts unmöglich. 98%. 99%. Die neuen Pokémon-Starter, so viel ich verstanden habe, ist nur die Graseule wichtig. Die anderen können zur Hölle fahren. Die Graseule. Feuerkatze und der Seeotter. God's dead. Sind jetzt halt. Es ist nicht Glumanda, Bisasam und Shiggy. Es ist einfach nicht mehr das Original-Trio. Ah, Entwickler Daniel Muslim. Simon Jenkins. Oh Gott. Oh mein fucking Gott. Lass mich raten, um das wahre Ending dieses Spiels zu bekommen, muss ich alle 24 Pony-Tickets sammeln. Und da ich jetzt nur 8 gesammelt habe, habe ich nur ein Drittel vom wahren Ende bekommen. Und vom eigentlichen Spiele-Content. Ich weiß auch nicht. Oh, warte, was da denn? Seid nicht beunruhigt. Was ist das Spiel geschlagen? Bitte höre mir einfach zu. Ich habe dir einst erzählt, dass wir das gleiche Schicksal teilen. Aber das ist nur zum Teil wahr. Deine Seele im Spiel wurde befreit, nachdem du es geschlagen hast. Aber meine wird so lange gefangen sein, wie Pony Islands verfaulte Bits auf deiner Festplatte bleiben. Ich habe dich langsam von Anfang an geführt auf diesen Moment, wissend, dass wenn du dieses Spiel nie bezwingen solltest, es nie deinstallieren wirst. Also bitte tu es. Guck mal, lösche Pony Island. Rette meine Seele. Und dann schließt sich das Spiel. Jetzt kommt das gut im Spiel, das Ende. Ich habe gesagt, das ist noch gut. Aber das Spiel hat einem zumindest eine ziemlich gute. Das Spiel hat zumindest einen ziemlich guten Rat gegeben, ist nämlich einfach zu fucking deinstallieren. Aber guck mal, 3 neue Gegenstände im Inventar. Ich habe jetzt dadurch. Ich habe jetzt dadurch 3 Karten gekriegt und die sind insgesamt. Warte mal, was sind die wert? 41 Cent? 26 Cent? Boah, das Spiel hat mir jetzt im Wert in solchen komischen Steam-Karten hat mir fast 1 Euro gegeben. Was ist denn das? Aber ich schaue mir noch kurz die Achievements an und dann lasse ich sein. Also, keine Kapitulation, Spiel zum Abstürzen gebracht. Es gibt bessere Optionen als dieses. Boni Laser freigeschalten, die erste Kerndatei zerstört, Boni Flügel freigeschalten, bla bla bla, das sind alles, ich habe. Entschuldigung. Jetzt komme ich zu den. Jetzt komme ich zu den Sachen, die ich nicht freigeschaltet habe. Erfahre jedes Geheimnis deiner Vergangenheit. 7 Tickets gefunden. 14 Tickets gefunden. Alle 24 Tickets gefunden. Sobald die freigeschaltet sind. Okay. Und die anderen darf ich nicht anschauen, weil ich ein Arschloch bin. Lösch es. Ich sollte es echt tun. Now on stream. Warte mal, ich öffne es jetzt nochmal und schaue, ob ich irgendwas mit diesen Pony-Tickets machen kann.
Also Asgard, ich bin nicht wütend auf dich. Ich bin weiß Gott nicht wütend auf dich. Ich bin einfach nur grenzenlos enttäuscht von dir, weil von dir nicht. Blasslastig. Einfach mehr erwartet. Rülpser ich nicht. Dankeschön. Weil von dir hätte ich halbwegs anständigen Spielergeschmack erwartet. Oh, guck mal hier, Kapitelauswahl. Was ist da denn los? Akt 1, Boss. Akt 2, Boss. Akt 3, Boss. Finale. Wow. So, kann ich jetzt irgendwas mit dem... Ach, Plug and Play. 9 von 10 IGN. Too much. Too much. Oh Gott, ich weiß auch nicht. Pony Island. Lokale Daten löschen. Hiermit werden alle Spieleinhalte von Pony Island von diesem Computer entfernt. Das Spiel verbleibt in ihrer Spielebibliothek, aber um es in Zukunft zu spielen, müssen Sie erneut herunterladen, löschen. So, das war's. 9gag.com. Was ist das denn jetzt? Aber jetzt mal ernsthaft, ich hab da durch. Was, when you play CSGO, matchmaking with your friends? Sieger. Okay, das ist großartig. Okay, das ist echt gut, Anni. Ja. Hastes, Heller. Helle. Immerhin habe ich dadurch jetzt einen knappen Euro in Karten verdient. Das ist mehr, als ich durch CSGO gemacht habe. Oh mein Gott, ich hab's gelöscht. Haste es Hille. Ja, ich hab's gelöscht. Okay, das war Pony Island. Großzügige Spende von Asgard. Asgard darf nie wieder ein Spiel von mir erwarten. Genauso wie Black Cat. Hat sich aufs gleiche Niveau gebracht. Abschließende Worte zu Pony Island. Das Spiel ist ehrlich genauso. Ja, was soll ich sagen? Es versucht krampfhaft etwas zu sein, aber es ist wirklich eigentlich gar nichts. Weiß auch nicht. Es versucht irgendein witziges. Dachte, da kommt noch was Cooles. Nein. Es kam wirklich nichts Cooles. Wie gesagt, das Spiel versucht krampfhaft irgendein witziges Über-Meme zu sein, was es einfach ist. Kommt nicht hin. Jo, gute Nacht. Wir sehen uns eventuell morgen, falls ich Lust haben sollte, nach meinem Zahnarzttermin noch.